Chef, kurze Frage, wo finde ich die beste Pizza in Wien? Bitte? Beste Pizza in Wien, wo finde ich die? Wo? Wo finde ich die? Beste Pizza? Wo ist du hast Italien-Shirt. Italien, diese nur T-Shirt Italien. Ah, okay. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu der besten Pizza Europas. Das ist ja voll stark. Das ist Schnaps, oder? Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Wien im 8. Bezirk. Wie ihr wahrscheinlich schon im Intro mitbekommen habt oder im Titel gelesen habt, wir versuchen heute die beste Pizza Europas zu essen. Ich war sehr, sehr lange nicht mehr mit ihm unterwegs. Wer hat ihn vermisst? Was geht? Eines eurer Lieblingsduos ist wieder unterwegs. Die beste Pizza Europas, offiziell, ja, ihr habt richtig gelesen. Die ist in Wien. Dieses Jahr ist sie in Wien. Wir haben keine Reservierung, wir wissen nicht, ob wir einen Tisch bekommen, wir wissen nicht, ob wir überhaupt... Ich weiß nicht, wie es läuft. Wir haben es heute Mittwoch, nachmittags, abends. Also sollte eigentlich möglich sein, dass wir einen Tisch bekommen. Ich frage mich nur wieder, wer von uns beiden wieder falsch angezogen ist. Ob ich mich falsch angezogen habe oder du falsch angezogen bist mit deiner Weste. Er meint Zipperjacke, aber ansonsten ist alles gut. Diesmal habe ich mich auch ein bisschen informiert und geschaut, ob das wirklich die beste Pizza Europas ist. Und ja, es ist die beste Pizza Europas. Das ist crazy. Man kann einmal bewerten, der beste Pizzabäcker. Aber wenn du der beste Pizzabäcker bist, heißt das nicht, dass du die beste Pizza hast. Und wenn du die beste Pizza hast, heißt das nicht, dass du die beste Pizzeria ist. Also es ist ein sehr kompliziertes System. Keiner blickt durch. Das ist wie mit Boxweltmeistern. Es gibt 800 Stück, so gefühlt. Hello. Aber auf jeden Fall ist das die beste Pizza Europas. Ich schaue gerade. Was schaust du? So eine Arbeitskollegin von mir hat gemeint, dass angeblich wir Toledo sogar so Platz 8 2022 Platz 8 war auf der Welt. Was? Ich kontrolliere das hier. Beste Pizza der Welt, Platz 8? Also wenn jemand von euch diese Systeme genau verstanden hat, Klärungsbedarf in den Kommentaren. Okay. Laut Travelbook dieses Jahr, ich rede jetzt von diesem Jahr, meine Kollegin hat vor zwei Jahren geredet, ist Via Toledo Platz 17 auf der ganzen Welt. Okay, das ist crazy. Das ist crazy. Top 20 der ganzen Welt? Erstmal weißt du, was die schlimmste Aufgabe wird. Wenn diese Pizzeria gerade zur besten Pizza Europas gewählt wurde. Damn. Wenn diese Pizza zur besten Pizza der Welt Junge, lern sprechen. Wenn diese Pizzeria zur besten Europas gewählt wurde, ja, gibt's eine Sache. Glaubst du, wir kriegen einen Platz? Das ist wieder das nächste Thema. Kann sein, dass wir jetzt alles umsonst gefilmt haben. Alter, was ist das für ein geiler Laden? Fladerei. Fladern, wer weiß von euch, was Fladern... Wer weiß von euch, was Fladern auf Deutsch heißt? Chef, kurze Frage, wo finde ich die beste Pizza in Wien? Bitte? Beste Pizza in Wien, wo finde ich die? Wo? Wo finde ich die? Beste Pizza, du hast beste? Italien-Shirt. Italien, diese nur T-Shirt Italien. Ah, Nummer 1, gute. Diese? Diese Italiano, am teuer, Mann. Teuer? Teuer? Aber gut. Ja, ist gut, das ist Holz. Ah, Holz. Holz nicht mit der Scheiße, die nicht andere. Okay. Ja, Holz ist das beste Pizza. Super. Danke. Danke. Ciao. 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 Egal, ich habe gedacht, er ist Italiener, deswegen hätte ich ihn nochmal gefragt, aber ja. Habibi sagt doch, wie Toledo. Er war einfach diese Habibi. Habibi. Wir versuchen jetzt, via Toledo einen Platz zu bekommen. Gerne. Den Mann müssen wir jetzt fragen. Ja, das ist unser Mann. Da warten wir mal. Hinten der Platz wäre geil, gell? Der wäre perfekt, ja. Was denkst du, wie die Chancen stehen? Oder Chancen sollten gut stehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze frei. Sollte klappen. Fehlt er jetzt, oder? Wir haben mal ein Video. Drückt uns die Daumen, Leute. Nein. Kriegen wir irgendwie hin, dass wir eine Pizza probieren können für euch heute? Draußen ist aber keine Reservierung, oder? Draußen auch, ja. Auch Reservierung? Aber kein Problem, meine Kollegin ist hier. Hallo. Wir haben keine Reservierung, aber wir würden gerne einen Tisch irgendwie draußen haben. Ist das möglich? Ich habe, wenn Sie möchten, drin für eine Stunde. Das ist der letzte Tisch für heute? Auch wenn es ein 40-Minuten-Tisch ist oder so? Ja. 75. Ja, ganz kurz, weniger als eine Stunde. Okay. So, danke. Hi. Wie ist es davon bei euch drin, bei Pizza machen und so, darf man da was filmen? Wir
Wir werden das fragen. Super, danke schön. Dankeschön, danke. Bitte schön, Präger. Wir haben einen Platz in der Sonne. Das haben wir mal gut geregelt, würde ich sagen. Kuss geht raus via Toledo. Dankeschön. Es war wahrscheinlich die Managerin oder so. Sie war eine super nette. Wie heißt es? Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es nicht darum, dass diese Pizza an sich die beste ist Europas, sondern eine bestimmte Pizza ist die beste. Es ist die Pizza Marinara sein. Keine bestimmte Pizza, sondern... Platz 17 geht nach Wien, Bruder. Das ist der falsche Artikel. Das ist Platz 17. Ich suche beste Pizza Europas. Mit der Auszeichnung Europas beste Pizza darf sich heuer erstmals Wien schmücken. Und zwar mit der Nero di Marinara. Kreiert von Francesco Carlo. Diese Pizza werden wir auf jeden Fall bestellen, Ladies and Gentlemen. Da haben wir diese Pizzeria. Diese Pizza. Nero di Marinara. Einmal die Nero di Marinara und einmal die Margherita. Wie geht's, Männer? Alles gut? Hallo. Hi. Das hier sind auf jeden Fall diese Datteltomaten, die drauf kommen. Ich sage euch mal so, wie es ist. Sieht alles sehr, sehr sauber aus. Ich arbeite mit sehr viel Ruhe. Kann da auch nicht viel sagen, weil ich und Pizza machen, ich bin einfach, ich hab's gar nicht drauf, was Pizza machen angeht. Die beste Pizza Europas, oder? Ja, momentan. Man kennt in Neapel als traditionellste Pizza die Margherita. Ja, aber eigentlich die Marinara ist die zweite traditionellste Pizza, die man in Neapel kennt. Und das ist quasi eine Reelaboration von den originellen Rezepten. Frischer kann man sie echt nicht haben, gell? Nein. Wow. Wer hat dieses Rezept gemacht? Ach so, okay, check. Das ist dieser schwarze Knoblauch. Ah, das ist dieser schwarze Knoblauch. Mhm. Okay. So, das sind ja die Werte, die Dog in the World. Wir teilen es egal. Und im Vergleich mit den originellen Rezepten, wir finden hier so Datterino-Tomaten, schwarze Knoblauch und das ist konzeptuell sehr interessant, wie so eine Pizza gewohnt hat. Mhm. Weil es ist ganz simpel, eine vegane Pizza, gar nicht schwer sozusagen, valorisiert irgendwie die ganze Gewürze, die man quasi auf die Pizza findet. Und es ist so ein Signal, die man heute Tag vielleicht keine extra komplizierte Pizza will. Simpel sonst, und gut. Genau, richtig. Dankeschön. Aber ich lasse euch schmecken. Machen wir. Sagen Sie mir danach. Okay. Wir filmen. Ladies and Gentlemen, die beste Pizza Marinara Europas und ich beiß jetzt rein. 3, 2, 1, guten Appetit. Lasst es euch schmecken, lasst ein Like und einen Kommentar da. Wäre mal nicht schlecht. Und ein Follow und ein Abo könnt ihr auch da lassen. Wir sind kurz vor den 100.000, sage ich schon seit 7 Monaten. Exquisite. Wow. Also mal abgesehen davon, wie der ganze Belag schmeckt und sowas auf dieser Pizza. Diesen Knoblauch, dieser schwarze Knoblauch, der hat so einen eigenen Geschmack. Der Teig ist einfach unfassbar geil, muss ich ehrlich sagen. Und diese Pizza von unten sieht ja auch aus wie eine 10 von 10. Mhm. Mhm. Boah. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht mal der größte Fan von Pizza Marinara, weil für mich auf eine richtige Pizza gehört einfach ein bisschen Käse drauf. Aber diese Pizza fühlt sich an, als könnte man die mittags essen und dann wieder auf die Arbeit gehen und die ist nicht so... Wisst ihr, was ich meine? Du hast nicht diesen Käse, dieses Überfett, das ist eigentlich fast die gesündeste Pizza, die du essen kannst. Und der Teig... Boah, perfekt. Die ist so sauer einfach. Die schmeckt so... Die schmeckt einfach nur clean nach Tomaten und Knoblauch. Und der Teig hat dieses leicht Verbrannte im Taste. Willst du probieren, Bro? Komm. Boah, ich bin gespannt, Bro. Ich bin ja nicht der größte Fan von Tomaten und diese Pizza besteht gefühlt nur aus Tomaten. Schmeckt die so? Also wenn du sagst, dass sie jetzt schmeckt, dann schmecken die auch Tomaten. Das geht nicht mehr anders. Bro, da sind nur Tomaten drauf. Aber man schmeckt halt sehr stark die Gewürze, finde ich, oder? Ja, ja, das schmeckt nicht nur nach Tomate. Aber es schmeckt auch nicht so intensiv nach Gewürze. Es schmeckt so clean und sauber. Wow.
Pizza Schepper. Ganz anders. Die beste Pizza Europas, Ladies and Gentlemen. Wir haben sie jetzt gegessen. Und auch ein 10 von 10 Tag, wie wir hier sitzen. Ich hätte eine Sonnenbrille gebraucht. Hat Bums, gell? Ja, Bruder, die... Der Teig, oder? Gefällt dir der Teig auch? Eieiei, geisteskrank, Bruder, so weich. Aber trotzdem knusprig. Ja. Knusprig, gut, ja, Käse, keine drauf, aber schmeckt's. Ich mag nur, dass es so dunkel ist, die Pizza. Oder? Ich mag dunkle Pizza. Ich auch, 100%. Das ist schon fast, weil die ist schon unten crunchy, das ist schon fast so ein Mix aus New York-Style und Napolitan-Pizza, so ein bisschen. Ja. Stark. Marina Rara. Das hier ist auf jeden Fall die beste Pizza Europas gewesen. Geil nach diesem Gewürz, nach diesem Knoblauch. Dieser schwarze Knoblauch, finde ich, schmeckt auch etwas anders, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Tomaten, alles sehr, sehr geil. Aber wir probieren Margarita. Ladies and Gentlemen. Wenn die Marinara die beste Europas ist, was ist dann die Margarita von denen? Damn. Die Margarita ist dann eher die, die komplett auseinanderfällt? Nein. Ich will es nicht sagen, weil es böse klingt. Aber diese können gute Pizza machen, Alter. Die schmeckt auch richtig krank, Alter. Die hat Power. Bro, das ist eine Margarita, aber die schmeckt so süß, säuerlich. Boah, die schmeckt ja geil. Die zerfällt ein bisschen, das nervt mich. Geschmacklich. Aber wenn du alles perfekt in den Mund bekommst, dann... Doch, von deiner Seite. Ich finde, das macht so viel aus, das da unten, gell? Der Boden, gell? Der Boden macht so viel aus. Den Geschmack kennt man ja so. Mm. Man kennt ja die napolitanische Margarita, Büffelmozzarella. Man kennt das alles, ja. Wenn die Zunge da dran kommt, gell? Wenn die Zunge so unten an den Boden kommt, schmeckst du direkt, wie gut der Teig ist. Ja, 100%. Hier, weißt du, was ich hier... Ja, ich sag's nicht. Ja, weißt du, was ich sagen wollte? Was ich da noch drauf haben wollen würde? Käse. Chiliöl, ich schwöre, wer krank. Oh, der isst ja alles mit scharf, oder? Aber wer krank auf der Pizza? Sieht man das? Also, selbst wenn du den Teig irgendwo an irgendeiner Stelle aufmachst, der ist dunkel. In dieser Pizza praktisch jede Zutat wird valorisiert und keiner von den Zutaten bedeckt quasi geschmacklich die andere. Alle Zutaten harmonisieren sich und werden valorisiert. Und wie gesagt, unser Teig ist auch sehr, sehr, sehr gut. Wahnsinn. Genau. Danke. Habt ihr recht? Genau. Also, gell? Sehr, sehr leckere Pizza. Ich komme persönlich aus Neapel. Ja. Und ich sage immer, das ist zu allen Italienern vor allem. Das ist die napolitanische Pizzeria außer von Neapel, wo am meisten sich lohnt, vorbeizuschauen. Ein guter Freund von mir, Luca heißt er, er hat gesagt, das ist seine Lieblingspizza hier, aber bevor ihr diesen Preis schon bekommt. Er ist auch aus Neapel. Dankeschön. Aber nächstes Mal kommt ihr noch mal vorbei und probiert ihr irgendwas anderes. Gerne. Genau. Dankeschön. Perfekt. Danke. Komm, du isst noch ein Stück Marinara, ich esse noch dieses Margarita-Stück. Auch diese Pizza. Ah, okay. Das machen wir mal lieber weg. Margarita liebe ich. Alles gepasst? War super lecker. Sehr, sehr lecker. Auch die Margarita. Auch wenn die Marinara die beste Europas ist, auch die Margarita war sehr, sehr lecker. Danke. Dankeschön, ja? Danke, vielen Dank. Der Mann hat schon wieder irgendeine Überraschung gemacht. Ich habe eine Zeit der Rathausstraße so unterwegs. Ich habe auf Google Maps geschaut und dann gelesen via Toledo. Der Name eigentlich kommt mir bekannt vor. Ich bin direkt hierher gekommen. Ich habe etwas so als Gast probiert und ich war, okay, was passiert gerade? Also lecker, oder? Ja, ich habe 8 Jahre in München gelebt. So eine gute Pizza hatte ich wirklich nie. Ich bin aus München eigentlich. Echt? Was ist deine Lieblingspizzeria in München? In München, schwer zu sagen. Ich habe verschiedene probiert. War eine, die, ich habe den Namen eigentlich vergessen. Meine Lieblingspizzerien heißen Soul Kitchen. Soul Kitchen war ich auch da. Das war keiner von den zwei, aber die hatten auch eine sehr, sehr gute Teig. Anyway, ich habe hier, wie gesagt, als Gast den ersten Tag etwas probiert und ich war total gut überzeugt. Ich habe gesagt, okay, ich will hier dabei. Wahnsinn! Geil! So, Ladies and Gentlemen, wir haben hier einfach Tiramisu mit einer Fliege am Ananas. Ja, mit seinem Date. Unser 100. Date schon. Ist die Fliege. Auf einen guten. Schmeckt geisteskrank. Tiramisu ist meine Lieblingsnachspeise. Das ist eines der besten Tiramisu, die ich in meinem Leben gegessen habe. Bruder, kann jetzt nicht nochmal sagen, dass ich sie geisteskrank. Die glaubt mir nicht mehr. Bro, das ist wie Zement im Mund, gell? Das ist so fest. Boah. Ja, ja, ja.
Ich würde nur auf die Tiramisu nochmal kommen. Das schmeckt wie Eiscreme, die fest geblieben ist, aber nicht kalt ist, gell? Das hat die Konsistenz von Eiscreme. Du hast das Gefühl, du gehst mit deinem Löffel in Nivea-Creme so. Ich will es in mein Gesicht schmieren, aber es ist so lecker. Dickflüssig. Sieht aus wie Snickers-Werbung, wenn man das... Bruder, das ist das beste, ich glaube, das beste Tiramisu, das ich je gegessen habe. Pizza, die Grandart in der 2019 und ja, die neue Pizza. Schau mal, es gibt eine Pizza, die hat 2019 gewonnen. Und er empfiehlt halt immer jedes Mal auch, die dann zu nehmen, damit du den Unterschied von der gewonnenen Pizza 2019 und der gewonnenen Pizza 2019. Nächstes Mal. Also, ihr seid gekommen mit ganz klaren Ideen. Aber ja, das ist auch wichtig. Ich muss auch noch schön Danke sagen. Chefin, Dankeschön nochmal, gell? Sehr gerne. War sehr, sehr lecker. Wir werden Video warten. Ich komme auch so nochmal vorbei. War sehr, sehr lecker. Bye, bye, macht es gut, viel Erfolg. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Chef, mach's gut. Danke dir. Liebe Grüße an den Chef drin. Bye, bye. Was kommt jetzt? Was war das? Nein. Chick. Too late? Ja. Genau. It's too late. It's too late to apologize. Kommt jetzt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaut auf Instagram vorbei, was gibt's noch zu sagen? Twitch könnt ihr auch vorbeischauen. Wie viele Leute haben dich eigentlich abonniert in deine Videos schon? Keine Ahnung. Jeder, der deine Videos schaut, sollte eigentlich ein Abo dalassen. Ja. Weil, ja, wo wollt ihr sonst solche Sachen sehen, finden, probieren lassen? Gibt's kaum welche. Gibt's niemanden. Foodblogger gibt's kaum welche. Gibt's niemanden. Zu leid, ist aber mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich hab noch eine Songempfehlung für euch. African man, Rasta clad man, the bomber clad man. When I fuck pussy, pussy turn red. Yeah, you know, your pussy turn red. Oha, krank. Was war das, Digga? Beleidige doch nicht meine Eltern, Bruder. Oha, Digga.